Hallo und herzlich willkommen zum Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video werde ich euch einen Wechsellichter von der Firma Erayak vorstellen. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. So wie vorher erwähnt, es geht um den Wechsellichter, 1500 Watt Dauerleistung, reine Sinuswelle von der Firma Erayak, den ich mir selber gekauft habe bei Amazon. Also es ist keine Werbung, sondern mein gekauftes Gerät. Den werde ich euch jetzt zeigen. Also der kommt so an. Schauen wir mal, was drinnen ist. Ich habe den noch nicht aufgemacht. So, das hier ist alles dabei, die Bedienungsanleitung auch auf Deutsch. Dann haben wir hier die Verbindungskabel, 5 AWG und die sehen von Qualität her sehr gut aus, super verarbeitet. Dann haben wir, das ist mir positiv aufgefallen, ich habe auch teure, also richtig teure Wechsellichter und bei keiner einzigen ist mir diese Erdungskabel dabei gewesen und bei dem ist es dabei. Finde ich super, dass sie das hier hereinlegen. Dann haben wir Schrauben. Dann haben wir diese Verlängerung, quasi ein Steuerelement, wo wir quasi wie ein Display benutzen können. Müssen wir nachher ausprobieren, was mit dem alles machbar ist. Ich denke mal nur einschalten, ausschalten. Und dann haben wir 5 Meter Kabel. Und natürlich, dann haben wir noch den Wechsellichter selber. Von oben sieht das so aus. Dann haben wir die Front. Hier haben wir quasi die zwei AC-Steckdosen. Wie gesagt, AC 230 Volt, 1500 Watt Dauerentnahme möglich und bis zu 3000 Anlaufströme. Was man hier vielleicht hier sagen soll, er ist angegeben mit 1500, aber in der Gebrauchsanleitung stand drauf, glaube ich, man kann bis zu 1800 länger Sachen entnehmen. Das wird man nachher testen. Auf jeden Fall, wir haben hier zwei Steckdosen, dann haben wir zweimal USB. Hier ist der Schalter und hier haben wir einmal Diode als Anzeige für Betriebsspannung, also Power und für Fehler. Hier haben wir Anschlussmöglichkeit für dieses Display, Bedienpad, für dieses quasi Kabel. Jetzt drehen wir mal von der Seite. Sieht ja so aus, also ich muss sagen, der ist schön verarbeitet. Ich glaube, der ist aus Aluminium. Und von der anderen Seite sieht das so aus. Dann haben wir hier die Anschlüsse. Die sind auch gut gelöst, quasi zum Verschrauben. Manche sind bei manchen Herstellern zum Draufstecken. Da habe ich Angst, dass man die verliert. Hier ist es sehr gut gelöst. Finde ich super gemacht. Da haben wir, glaube ich, M8 Anschlüsse. Jawohl. Und von der anderen Seite sieht es so aus. Wie gesagt, vorne haben wir Display, Erayak Center 1500, pure Sinusinverter. Der hat hier alle Zertifikate, also von der EU, CE Zertifikat hat er auch drauf, E13. So, jetzt werden wir mal den testen, wie er sich schlägt. So, jetzt haben wir den Wechsellichter angeschlossen an die Batterie. Ihr müsst schauen, wenn ihr den Wechsellichter anschließen tut, dass er ausgeschaltet ist, nicht in dem eingeschalteten Zustand. Würde ich euch empfehlen. Also das haben wir jetzt quasi auf die Batterie angeschlossen, hier von der Power Queen. Und ich mache hier noch kurz die Schutzkappe drauf, um keine Fehler
so, um Fehler vorzubeugen. So, jetzt habe ich den Wechsellichter eingeschaltet. Was auf dem Display drauf steht, 229 Volt und 13,2. So, auf dem Display von dem Wechsellichter können wir sehen, die Batteriespannung, Stromspannung, Ampere und die 50 Hertz und oben grafisch auch Batteriekapazität. So, jetzt würden wir kurz dieses Display noch nehmen. Ich hole es kurz raus und das schließen wir auch an. Das werden wir quasi jetzt anschließen. Das wird hier eingesteckt. Dieses Kabel ist 5 Meter lang. Das heißt zum Beispiel jetzt, wenn man das für den Camper oder irgendwo in der Gartenhütte benutzen will, kann man das quasi, man kann den Wechsellicht irgendwo hin tun, dass er nicht stört. Oder vielleicht, wenn man den irgendwie im Camper hat, man kann den irgendwo unten einbauen, dass man den gar nicht hört, wenn der Ventilator anläuft. Deswegen, wie gesagt, Kabel 5 Meter lang. Hier ist das Bedienpad. Jetzt schließen wir das kurz mal an. Ich schalte hier mal kurz aus. So. Und hier haben wir den. Vielleicht müssen wir länger drauf bleiben. Jawohl. Also so ungefähr 2 Sekunden drauf bleiben. Und wir können quasi hier mal optische auch Anzeige, Power. Also das Gerät ist an. Quasi wie hier auch. Und wenn wir hier wieder drauf bleiben, geht er wieder aus. Also das finde ich sehr, sehr gut. Man kann quasi, wenn man das irgendwo unter dem Sitz oder irgendwo verbaut oder in anderem Raum, dann kann man quasi dieses Bedienpad einfach nach vorne nehmen und einfach von hier einschalten, ausschalten. Man muss nicht immer hin und her laufen. Finde ich top gemacht. So, jetzt schalten wir es wieder an. Was ich auch gut finde, das ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber ich finde es vom Vorteil, wenn wir auch die USB-Schnittstellen haben. Ich zeige euch nur kurz diese Bedienungsanleitung. Gehen wir mal auf Deutsch. So, hier ab dieser Seite, ab Seite 13 fängt es auf Deutsch an. Hier haben wir die Angaben über diesen Wechsellichter. 1500 Z heißt der Tender. 1500 Z, quasi 1500 Dauer. Leistung. Hier ist alles komplett erklärt. Ihr könnt quasi Pause drücken, wenn ihr euch das durchlesen wollt, oder ihr geht auf die Homepage von der Firma Erayak und könnt dort anschauen. Es ist eine sehr, also diese Firma Erayak ist eine große Firma. Die bieten nicht nur Wechsellichter, die bieten viele Sachen. Die bieten Notstromaggregate mit Benzin und sind sehr gut. Ich habe mich entschlossen, werde ich mir auch eins von denen kaufen. Und den habe ich mir schon bestellt über Amazon. Kostet, glaube ich, 6,99. Den werde ich euch mal auch irgendwann mal zeigen. So, hier haben wir quasi nochmal Installation und Betriebsspezifikationen. Belüftung, Betriebsspezifikationen, hier haben wir nochmal die Angaben, Fehlerbehebung, elektrische Spezifikationen, das schauen wir uns nachher mal an. Wir schauen uns nachher auch, ist das wirklich ein reiner Sinusinverter, Wechsellichter, und wir schauen, wie viel Strom der verbraucht. So, also ihr könnt es hier quasi durchlesen und hier geht's weiter. Instandhaltung. Das hier ist die Firma. So. Als eine kleine Kleinigkeit. Man kann quasi zum Beispiel, jetzt nehme ich mal etwas und stecke mal hier an. Nehme ich so eine Lampe. Stecke ich sie mal ein zum Laden. Ihr seht, es funktioniert. Man kann laden. So, jetzt schalten wir sie hier an und lassen sie mal laufen. So, jetzt habe ich sie auf die höchste Stufe und wir schauen mal, was uns der Wechsellichter zeigt. Schauen wir mal auf dem Display, was wird uns angezeigt.
Wir sind gerade bei 12,6 Volt, 227 Volt, 12,6 Volt, verbrauchen 516. So, jetzt wird man also quasi, das Ding braucht 500 Watt. Jetzt werden wir so eine Bohrmaschine noch dazu nehmen. Die stecken wir auch ein. Also jetzt tun wir momentan mit 500 Watt plus der Wechselrichter selber verbraucht auch was. Wir betreiben diese Heizung. Wir laden diese Taschenlampe und jetzt lassen wir nochmal diese Bohrmaschine laufen mit 900 Watt. Schauen wir mal, ob es geht. Das ist jetzt höchste Stufe. Also wir waren auf der höchsten Stufe, also das sind 1400 Watt. Plus Ding, also es funktioniert richtig gut. Also ich muss sagen, die Qualität von diesem Wechsellichter sieht sehr gut aus. Was mir halt aufgefallen ist, der Ventilator ist noch nicht angelaufen. Der ist wahrscheinlich temperaturgesteuert. Jetzt machen wir kurz mal das hier aus. Nein, also der läuft nicht. Schön warm. So, jetzt nehmen wir mal noch was. Jetzt werden wir simulieren. Wir laden mal kurz den Akku. So. Und zwar von meinem E-Bike. Ich stecke es hier kurz an, damit ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen. Und stecken, ihr achtet bitte hier drauf. Ich stecke es ein. Und wenn ihr sehen könnt, hier das Laden funktioniert. Jetzt schauen wir mal kurz, was die Messzange sagt, weil wie viel wir rausnehmen. So, wir nehmen momentan knappe 32 Ampere. Schauen wir uns. Also 227 Volt kommen an, Batteriespannung 12,4, also die Angaben passen. So, das habt ihr jetzt gesehen, das funktioniert gut. Jetzt würden wir versuchen zu schauen, ob wir wirklich eine reine Sinuswelle haben. So, ich habe zwar kein hochwertiges Messgerät, aber ich denke mal, mit dem wird es gehen können. Wir messen jetzt mal die Spannung, was ankommt. So, ihr seht, wir sind bei 200. Ich stelle es mal hier, damit ihr das besser sehen könnt. So, und jetzt schauen wir mal, also wir sind bei 234 Volt und schauen mal, was sagt uns die Sinuswelle. Also ich muss sagen, also für mich sieht es nach einer reiner Sinuswelle, also quasi das, was ich in meinem Multimeter sehen kann, sieht es richtig gut aus. Wir werden kurz nochmal was machen. So, jetzt würden wir es mal kurz testen lassen, was uns jetzt sagt. Also wir entziehen jetzt gerade 500 Watt raus und die Sinuswelle sieht noch immer wie reine Sinuswelle, also sehr gut. Also finde ich top. Und vor allem für den Preis,
Der wird gerade angeboten für 199 Euro bei Amazon. Jetzt machen wir den kurz aus. Muss ich sagen, sehr gut. Also Sinuswelle passt. Können wir nochmal kurz rein, damit ihr das sehen könnt. Ich tue es mal kurz stoppen. So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Also wir haben 235 Volt, 49 Hertz, also sieht gut aus. Muss ich sagen, für diesen Preis ist dieser Wechseldichter top, deswegen habe ich mir den auch gekauft. Ich habe mir die Rezensionen bei Amazon angeschaut und der war zu 99% immer positiv bewertet. Und das, was ich jetzt momentan sehe, sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Sehr gut, hervorragend. Jetzt machen wir noch einen kleinen Test. So, jetzt würden wir den nächsten Versuch machen. Wie gesagt, der Wechsellichter ist angegeben mit 1500 Watt Dauerleistung, 3000 Watt Spitze, reine Sinuswelle. Wir werden diese De'Longhi Kaffeemaschine mal probieren. Die braucht 1500 Watt. Sollte eigentlich mit diesem Wechsellichter laufen. Jetzt wollen wir das mal testen. Ich stecke es mal ein. So, Kaffeemaschine geht an. Ich schalte sie mal ein. Und wir messen mal die Spannung und schauen, was uns die Welle. So. Oh. So. Also jetzt läuft die Maschine. So, wie ihr sehen könnt, die Sinuswelle verändert sich nicht. Bleibt konstant. Wie gesagt, das, was ich mit meinem Messgerät messen kann, sieht sehr gut aus. Ich kann es mal ein bisschen herauszoomen, damit ihr besser sehen könnt. Also es hat keine Ausschläge. Also für mich ist es eine reine Sinuswelle. Jetzt lassen wir mal ein Cappuccino raus. Also unverändert. Also ich muss sagen, für dieses Geld, der kostet unter 200 Euro, ist das Ding hervorragend. Also Kaffeeausgabe läuft. Also passt. Also ich kann sagen, das Ding hat richtig gut funktioniert. Also damit kann man Kaffee machen mit Kaffeeautomaten. Also man kann diese Wechseldichter wirklich anderweitig einsetzen für viele Sachen. Top. Also wie ihr sehen könnt, die Sinuswelle sieht top aus. Also es ist reiner Sinus. Wie gesagt, ich habe nur dieses Messgerät. Ich habe nichts Besseres, aber es sieht so aus. Hier der Display von dem zeigt Batteriespannung, wie viel Volt wir haben. Also kann man sehr gut lesen. So, jetzt machen wir nochmal einen Test. Jetzt probieren wir. So. Jetzt probieren wir mal den Toaster und schauen, ob das mit dem Wechsellichter läuft. Und schauen, was im Display drinnen steht. So, jetzt schließen wir mal die Messzange an. 52, knappe 53 Ampere. Funktionieren tot. Im Display ist die Batteriespannung auf 12 Volt. Wir verbrauchen knappe 1000 Watt. So. Also ich muss sagen, diese Wechsellichter
Ihr seht's. Fertig. Boah, scheiße. Es funktioniert sehr gut. Ich bin mit dem Kauf zufrieden. Ich habe den jetzt ein paar Tage getestet und muss sagen, der funktioniert richtig gut. Für dieses Preis würde ich 199 €, was ich gezahlt habe bei Amazon. Und der hat sich sehr gut bis jetzt geschlagen. Ich habe mir den gekauft für den Gartenhaus. Dort habe ich auch Solaranlage, damit ich dort gewisse Sachen betreiben kann. Und bis jetzt funktioniert er sehr gut. Also nochmal zusammen. Der Wechselrichter von Erayak, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Dauerlast 1500 Watt. Wenn ich das richtig gelesen habe, sogar bis 1800 geht er. Und die Spitze ist 3000, quasi für die Anlaufströme. Wir haben ja gemessen, der hat ja reine Sinuswelle. Das haben wir ja in meinem Messgerät gesehen. Also der funktioniert richtig gut. Verarbeitung ist top. Kabelquerschnitt ist auch gut. Das sind 5 AWG. Also von der Verarbeitung her ist er wirklich gut. Was mir halt positiv überrascht hat, ist quasi dieses Kabel, das dabei ist. Und natürlich dieses Display-Verlängerung, quasi wo man sich dieses Bedienpad nach vorne oder irgendwo hinbauen kann, dass man leichter den bedienen kann. Also und optisch sieht er auch gut aus. Wie gesagt, mit diesem Display finde ich auch top. Man kann Sachen da ablesen. Und ich kann den weiterempfehlen. Wie ihr gesehen habt, ich habe mehrere Geräte damit betrieben, ohne Probleme. Ich habe auch den Kühlschrank damit betrieben. Hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Und natürlich, ihr könnt auch Rezensionen anschauen bei Amazon. Den habe ich mir bei Amazon gekauft für 199 €. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Der war sehr gut bewertet und ich muss sagen, der läuft auch gut. So, das war's für dieses Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Toni. Ciao.